Hallo, ich bin Clarielle und ganz viele Leute haben mich gefragt, wann ich wieder ein YouTube-Video machen kann. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Und ich habe bei TikTok was gesehen. Und zwar etwas, was meine Eltern nicht verstehen. Es sind nämlich Fidget Toys. Und ich habe mir aus dem Internet ganz viele Sachen bestellt, die ich mit euch ausprobieren will. Worauf warten wir? Fangen wir an! Das erste Paket. Ah, das sind ja diese... Warte, ich weiß nicht richtig, wie man die nennt. Öffnen die erstmal. Und dann erkläre ich. Das sind diese Bohnen, wenn man eben da drauf drückt, so, dann kommt eben so eine kleine Bohne raus. Und die fand ich eben ganz lustig. Und die sind auch richtig cool, finde ich. Als nächstes kommt das hier. Oh, was ist das wohl? Was ist das wohl? Was ist das wohl? Ein Puppet! Das hat meine Mutter sich bestellt. So eine Erdbeere. Und wir probieren gleich aus, ob das geht. Auf dieser Seite hört man es nicht so gut. Aber auf dieser Seite. Aber ich finde, die sieht richtig schön aus. Vor allem, dass sie so bunt ist. Also sie sieht richtig, richtig cool aus. Und ich liebe eben Poppets. Das nächste! Langsam. Vorsichtig. Was? Und das ist eben so ähnlich wie ein Poppet. Hier, so sieht das aus. Ganz schön lustig bunt. Und es sind eben so Riesenpopper. Die sind eben viel größer. Das gefällt mir super gut, weil das eben viel lauter ist, also viel mehr das poppige Geräusch macht, als ein Poppet. Und jetzt kommt das Größte. Das ist eben das ganze Pack, das ich mir bestellt habe, aufbekommen. So. Als erstes... Das ist so ein, ich weiß nicht so richtig, wie das heißt. So ein Drehknie-Ding. Warte, kann man nicht richtig. So. Und eben, man kann es so rumkneten. Und ich finde es richtig toll, dass man da so rumkneten kann. Nur eben die Farbe gefällt mir nicht richtig, aber es gab leider keine andere Farbe, nur diese Schwarz. Oh, jetzt kommt das große Pack. Schere. Mein Gott. Oh, das erste ist ein Emoji. Warte, man sieht es gerade nicht so gut. Wie süß, ein Katzenmoji, guck mal. Mojis sind eben so kleine Tierchen oder egal was. Und die sind eben super weich. Super süß sieht da aus. Und super glibberig, also der ist richtig cool. Und den wollte ich ja unbedingt haben, so ein Moji. Und
tue ich mal auf so ein Papier, damit der nicht schmutzig wird. Als nächstes ist so ein Ding, also ich kenne das nicht richtig. Ich weiß auch nicht richtig, was man damit macht. Irgendwie, glaube ich, so verschieben. So. So irgendwie, glaube ich. Ich glaube, man muss die richtige Farbe reinbringen. Aber da muss man es erstmal unordentlich kriegen. Also das ist schon schwer. Aber ich finde es richtig cool. Ein bisschen komisch, aber ich finde es auch cool. Als nächstes, was ich hier raushole, ist... Was ist das? Sieht aus wie ein Zopfgummi. Was ist das? Kann mir jemand sagen, was das ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ist das ein Zopfgummi? Ich weiß nicht, ob das zum Rumkneten ist oder so. Obwohl, das ist cool, wenn man das um den Finger macht. Vielleicht ist es auch ein Ring. Ding! Als nächstes. Noch ein Emoji. Cool. Ich liebe einfach Emojis. Ich muss einfach Emojis haben. Die sind nämlich so süß. Sieh dir das an. Die sind einfach so süß. So niedlich. Der ist richtig schön. Finde ich auch schöner als der gelbe irgendwie. Und jetzt, und was ist das? Das kenne ich auch noch nicht. Ich glaube, ja, bei den TikTokern, warte. Ja, ich glaube, bei den TikTokern, die haben das meistens so, und dann ist so eine Murmel oder so drin. Und dann schieben sie das irgendwie so, genau. So. Naja, ist schon cool, wenn man das so rumschiebt. Aber ist jetzt nicht das Geilste auf der Welt. Also da finde ich schon ein Dimpel oder so ein Emoji besser. Dann kommt jetzt sowas. Was ist das? Was ist das? Ach so. Das ist, sind so welche Bubbel oder so. Ich weiß es nicht, so Ziehschlangen oder so, die ganz cool sind. Also ich ziehe jetzt nicht doll dran, sonst gehen sie, glaube ich, kaputt. Aber die sind richtig cool, finde ich, irgendwie. Also die sind jetzt nicht so weich wie Emojis. Sehen zwar so aus, aber finde ich schon mal Emoji weicher. Aber die sind auch nicht hart, also finde ich sie ganz cool. Super cool. Als nächstes wieder so zwei Murmelspiele. Das erste rot. Das zweite blau. Sieht man irgendwie auch die Kugel ein bisschen? Ich glaube schon ein bisschen. Und jetzt kommt das nächste. Ein Emoji. Oh, der ist diesmal rosa. Oh, der ist aber süß. Guck mal, wenn man den wackelt, sieht das auch ganz lustig aus. Toll, ich liebe Emojis. Der ist richtig süß. Aber irgendwie immer kriegt man diese Haltung, wie er da so liegt. Also ich würde gerne auch mal so eine andere Haltung kriegen. Nicht immer so. Ist zwar süß, aber eben... Es ist irgendwie so, immer nur so, immer kriegt man so eine Haltung. Jetzt noch ein Emoji. Oh, der sieht aber am süßesten aus. Ich liebe es einfach, wenn die so gefleckt sind. Ich liebe es einfach, wenn Sachen gefleckt sind. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie finde ich, dass er richtig süß aussieht. Er ist einer der süßesten Emojis, die ich bekommen habe.
Der ist richtig süß, finde ich. Einfach mein Lieblingsmoji da. Und auch mit der rosanen Nase. Sieht man das? Jetzt, ja. Obwohl er nicht ganz gescheckt ist, nur diesen Punkt da finde ich ihn ganz toll. So, als nächstes kommt was Neues. Was ist das? Ich kenne hier nicht jedes Fidget-Toy. Ich kenne, wenn, dann nur Mojis. Und diese Murmelspiele, ich weiß auch nicht, wie die richtig heißen. Und Dimple. Aber das hier habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das sind auch so Knetteile wie das hier, nur dass es eben nicht zusammenhängt. Ja, ich glaube, das kann man auch zusammen machen. Und das kann man, glaube ich, auch mehr kneten. Und auch einformen. Also das finde ich auch cool. Nur eben, ich finde... Irgendwie finde ich den gemütlicher zu kneten, weil der irgendwie so hart ist und der irgendwie ein bisschen weicher. Aber es sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen, also ich finde den auch ganz cool. So. Oh, ein Poppet, cool! Ich liebe Poppets! Er sieht richtig toll aus mit Türkis. Aber er macht nicht richtig Geräusche. Das finde ich eben schade. Er ist irgendwie so leise. Aber man hört es ein bisschen. Wenn man da doll drauf drückt, dann hört man es ein bisschen. Also ich finde ihn schon cool in der Farbe, schon in meiner Lieblingsfarbe. Aber ist eben, ja, hört man nicht so richtig. Dieses Poppen. Und jetzt kommt wieder so ein Zopfgummi. Ich weiß einfach nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wozu das ist einfach. Das ist doch einfach nur so ein goldenes Zopfgummi. Ich weiß auch nicht, was... Also, den Finger tun ist schon cool, aber ist es auch dazu gemacht? Also, ich weiß es nicht richtig. Dann ist wieder so ein Murmelspiel. Also so richtig verliebt habe ich mich darin nicht, aber ich finde es schon cool. Diese Murmelspiele. Und jetzt? Sind hier noch zwei Zopfgummis? Ah, eins in Silber. Aber ist jetzt auch nicht so, ist jetzt auch das gleiche wie Gold. Aber eben Silber finde ich hübscher. Als letztes haben wir, das kenne ich ja noch gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das ist so, warte, sieht man das? Irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, was ist das? Aha, ich glaube, man muss es so drehen. Oder? Habe ich recht? Oh, man sieht es nicht so gut. Muss man das so drehen? Ich weiß nicht, ob das zum Drehen da ist. Aber ich glaube schon, weil sonst wäre es ja nicht so. Ich finde es schon toll, dass man es so drehen kann und so. Aber irgendwie ist es trotzdem noch nicht so cool. Ja, da finde ich das Poppet besser. Und das Zopfgummi auch. Also... Ja. Und damit sind wir jetzt auch schon durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.